Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von SpongeBob Schwammkopf hier auf Katze. So, dann wollen wir doch mal nachsehen, wie wir jetzt hier weiterkommen, zusammen mit unserem lieben Freund Patrick. Patrick ist sowieso, glaube ich, der coolste von allen. Den finde ich sogar einen Ticken besser als SpongeBob, aber das ist nur meine Meinung. Naja, mal sehen. Ich muss schon sagen, diese Wurfmelonen sind ziemlich praktisch, um an diese ganzen Tickies zu kommen. Ich bin mir sicher, dass uns noch ein paar... Wow, was ist denn jetzt los? Dass uns noch ein paar Hindernisse erwarten, wo wir, ouch, diese Wurfmelonen benötigen. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch SpongeBob Schwammkopf gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Oh, wow, nee, nicht da reinwerfen. Das ist ja nicht Wasser, sondern anscheinend Schlamm, laut Spiel. Achtung, diese Maschine muss zerstört werden, denn diese spuckt ja die ganze Zeit diese Monster heraus. Wo geht's jetzt weiter? Oh, oh, der Achtung, Höschen. Nein! Ich wurde trotzdem erwischt. Oh, Teppichtörtchen. Da hätte ich vorsichtiger sein müssen. Da hat mir die Unterhose nichts gebracht von SpongeBob. Achtung, komm, komm, explodier schon, explodier schon. Willst du nicht? Jetzt willst du! Und? Hui, Ultra-Kombi! Schon viel besser. Viel besser, eine neue Unterhose. Wow! Oh. Achtung! Nicht, dass der uns schon wieder erwischt. Schnell weg. Strahlend weiß. Strahlend weiß, genau, Patrick. Was haben wir hier? Noch mehr so Tikis. So glänzend. Und? Juhu, los geht's. Die Wurffrucht, also diese Ei... Oh. Okay, die explodiert wahrscheinlich etwas größer. Aber vielleicht kann die noch etwas anderes. Gucken wir mal. Oh, nicht nach unten gucken, Patrick. Nicht gucken. Ah, zu spät. Zu spät, Patrick. Nicht nach unten gucken. Hast du etwa Höhenangst? Du musst dir da keine Sorgen machen. Es ist alles gut. Okay, wie geht es jetzt hier weiter? Da unten ist ein Roboter. Wow, ich dachte schon, der erwischt mich mit seinem Superschinken. Das ist übrigens wirklich Schinken, auch wenn es mechanisch ist. Denn auf dem Ding steht Ham drauf. Ein Fels. Wie bitte, Patrick? Ein Fels? Ja, und Ham ist ja Englisch und steht für Schinken. Oh, eine Bushaltestelle. Kann es sein, dass wir hier SpongeBob benötigen? Wenn dieses Symbol erscheint, kann SpongeBob Wände hochspringen. Springe an die Seitenwand und drücke A, um erneut zu springen. Das ist sowas wie ein Wandsprung aus Super Mario, wenn man so möchte. Gut, dann wechseln wir zu SpongeBob Schwammkopf. So, genau, jetzt kommt nochmal der gleiche Text. Aber wir wissen ja, wie das funktioniert. Und zwar hier irgendwie an der Wand springen. Ja, das ist ja kinderleicht, überhaupt gar kein Problem. Und schon kommen wir weiter. Achtung, uiuiui. Noch mehr Roboter, nicht erwischen lassen, SpongeBob. Okay. Oh, Vorsicht. Und Moment, da oben geht's wohl nach oben, zum König. Der wird sich sicherlich freuen. Pumpelblase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Wollen wirklich alle helfen? Sei da vorne leise, dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück, du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, so eine Kumpelblase ist echt ein Freund fürs Leben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja, ganz frische Unterhosen für den großen Kampf. Oh oh, jetzt geht's los. Da oben, da ist die Qualle. Vorsichtig. Oh. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Naja, also die Stimme finde ich jetzt nicht sonderlich schön, SpongeBob. Oh, wobei, eigentlich ist es ganz okay. Oh oh, ich glaube, der ist sauer, dass wir ihn beim Duschen stören. Entschuldigung, liebe Qualle. Also, lieber Quallenkönig. Oh, ja, 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 jetzt geht's los. Autsch, wow. Das war ein mieser Angriff. Okay, wie muss man dich besiegen? Wie funktioniert das genau? Erstmal schön ausweichen. So, okay, und jetzt hier. Nimm das. Treffer Nummer 1.
schlag ihn nochmal, steht da unten. Also ich soll ihm noch einen Treffer verpassen. Und das gehe ich jetzt auf jeden Fall an. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Neuer Schwamm, Vorsicht, SpongeBob. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er verfolgt uns auf jeden Fall auf Schritt und Tritt. Und wie konnte er uns nochmal erwischen? Mann, oh Mann, oh Mann. Darf ich da eigentlich ins Wasser? Da in die Mitte wahrscheinlich nicht, oder? So, Achtung. Nö. Ja, und der erwischt mich natürlich auch noch. Na, Teppichtörtchen. Okay. Ich weiß jetzt zumindest, wie der Kampf ungefähr funktioniert und sollte ihn diesmal direkt schaffen. SpongeBob, mach dich bereit. Die böse Qualle, der Quallenkönig kommt. Ich bin der Quallenkönig und dusche gerade. Was tust du hier? Ich bin hier, um... was war nochmal gleich die Aufgabe? Wir sollen doch Quallengelee besorgen für Thaddäus, da er verletzt ist. So, dann komm mal hier runter. Und mach dich verwundbar, mein kleiner Freund. So, jetzt, jetzt. Sein Schutzpanzer, oh nee. Sein Schutzpanzer bzw. seine Schutzbarriere ist nur dann frei, wenn ich diesem Elektroangriff ausweiche. So, bin ich schnell genug? Nee, ich war zu langsam. Oh, der hat nochmal aufgemacht. Hat mich aber direkt dann getroffen. Oh, der ist ja echt fies. Der hat ein paar fiese Tricks auf Lager. Den sollten wir nicht unterschätzen. So, wow, wow. Schön vorbeigesprungen und diesmal abgeklatscht, mein Freund. So, was macht er jetzt? Vorsicht. Er plant irgendetwas Böses. Wir kommen kleine blaue Quallen, die uns das Leben schwer machen wollen. Hui. Nicht aus dem Bosskampf rauswerfen. Jetzt schlagen wir gleich zu, wenn wir die Möglichkeit bekommen. Jetzt, das ist unsere Chance. Ja, das war's dann wohl. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Was macht er jetzt? Ah, ist da das Gelee, was wir gesucht haben? Können wir das bitte haben? Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Oder so. Es war uns eine Ehre. Mach's gut. Ran ans Gelee. Ja, das Wasser ist abgelaufen. Oder streng genommen ist es ja Schlamm, laut dem Spiel. Und jetzt können wir unsere Reise fortsetzen. Die Frage ist nur, wo? Schauen wir uns mal ganz kurz um. Hier ist der... Ah ja. Lohnt sich auf jeden Fall, diesen Karton mal aktiviert zu haben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. SpongeBob hat wieder eine frische Unterhose und jetzt... Ah, hier geht's runter. Okay, Vorsicht, dann mal Karabanga. Geschenke öffnen ist klasse. Ja, Geschenke öffnen ist super klasse, aber passt bitte auf, SpongeBob, während du hier mit deiner Zunge runterrast. Oh Mann, wie viele Bakterien der jetzt auf der Zunge hat. Ugh. Und die Zunge, die muss ja reiben ohne Ende auf dieser Rutsche. Also das ist nicht zum Nachmachen. Mal abgesehen davon funktioniert das sowieso nicht. Tada! Sehr gut gemacht, SpongeBob. Du hast einen neuen goldenen Pfannenwender. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Das stimmt, Larry. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wobei du mir geholfen hast, aber danke dir auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt hier raus, oder? Aus dem Level. Whee! Und da ist Thaddäus. Hey, Thaddäus, wir haben dein Gelee. Oh, ja. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Einen Pfannenwender? Na, das nehmen wir wirklich sehr gerne. Vielen lieben Dank, Thaddäus. Auf Thaddäus ist eben Verlass. Dankeschön. Genau deshalb gehe ich nicht raus. Nie. Ach komm schon, draußen ist es schön. Liebst du etwa nicht die wunderbare Natur? Mensch, draußen zu sein ist schöner, als immer nur drin zu hocken. Naja, rufen wir unser Taxi. Es geht in die nächste Welt. Wir sind jetzt hier wieder zurück und muss ich... Ich bin jetzt gerade etwas überfordert. Wo muss ich denn eigentlich hin? Hier rüber, oder? Ja, genau. Hier. 5 Pfannenwender. Gut,
Dann los geht's. Taxi, Taxi, los geht's. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. Na, was ist denn hier in der Innenstadt von Bikini Bottom passiert? SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Netter Versuch, SpongeBob, aber so leicht kriegst du deinen Führerschein wahrscheinlich nicht. Vor allem denke ich nicht, dass du jemals deinen Führerschein bekommst, denn wer die Serie kennt, weiß, dass SpongeBob nicht unbedingt ein guter Fahrer ist. Oh, Achtung, überall Roboter. Und wir müssen versuchen, der lieben Mrs. Puff die Lenkräder vorbeizubringen. Und wow, was ist denn hier los? Diese Kanone schleudert irgendwelche Kanister durch die Gegend. Oh, zum Glück haben sie uns nicht getroffen. Hey, 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 fieser Roboter, hau ab. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier gibt's eine Unterhose, die ist jetzt aber nicht unbedingt wichtig. Ich habe ja volle Leben. Und hier gibt es sonst nur Steine, aber es glänzt. Ja, es glänzt, das wollte ich nicht sagen, aber gut, dass du mich kurz unterbrochen hast, SpongeBob. Was ich sagen wollte ist, dass wir auch diese glänzenden Objekte sammeln müssen. Denn es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, bei Muscheln zum Beispiel diese Objekte einzusetzen, um an neue goldene Pfannenwender zu kommen. Und ich weiß, ich werde zwar nicht jeden goldenen Pfannenwender einsammeln, aber es kann sein, dass wir früher oder später doch noch gezwungen werden. Gut, dann springe ich mal auf diesen Schalter. Und was ist das hier? Oh, ich bin ein Ball. Ah, okay, 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 ich verstehe schon, was zu tun ist. Schalter aktivieren und dann schnell auf die andere Seite. Ja, kein Problem. Schon bin ich da. Oh, was ist denn jetzt los? Bösartiger Roboter, der aussieht wie ein UFO. Lieber Geschäftsfisch, du musst aufpassen. Ich glaube, die Roboter meinen es nicht lieb mit dir. Oh, der Arme. Na, oh. Dankeschön, Gary. Ohne Gary hätte der Fisch jetzt große Probleme. Eieieiei, der hat sich nicht mal bei Gary bedankt. Dieser Roboter heißt Ha-Anchu. Der beste Weg, ihn zu erledigen, ist, von oben einen Blasenhüpfer auf ihn zu machen. Hm, okay. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Dann komm mal her, mein lieber UFO-Kumpel. So, das war ein guter Treffer. Und was macht der? Schaut mal, hat er gerade getanzt? Ach, Herr Jemine, was die nicht hier alles tun. Hier komme ich wahrscheinlich wieder auf die andere Seite. Dann mache ich diese Tiki-Kanister besser mal nicht kaputt. Und da hinten, ist das eine Art Höhle oder kann man die überhaupt rein? Geschenke öffnen ist klasse. Ja, Geschenke öffnen ist klasse, aber was ist hier? Ach nee, das ist gar keine Höhle. Das ist irgendwie eine Art Vase, die uns aber nicht weiterbringt. Also irgendein Tongefäß. Was haben wir hier? Nochmal. Oh, soll ich mal auf die andere Seite? Oh, was ist das denn für eine Ketchup-Soße hier? Hier hat jemand Ketchup verstreut. Ich fühle mich wie kann man das so sagen? Schwamm. Ketchup verstreut? Nee, eigentlich nicht. Ketchup versprüht vielleicht oder Ketchup ausgeleert. Ich glaube, Ketchup ausgeleert macht am meisten Sinn. So, hier hinten ist noch was. Ein glänzendes Objekt. Und das war sogar blau. Blau ist das fast das Seltenste. Nur lila kommt noch dran. Aber wir müssen jetzt eher herausfinden, wie wir hier... Wow! Jetzt bin ich nicht gerade oben gelandet. Wisst ihr was? Wir laufen einfach woanders hin. Ich versuche das nochmal mit dem Ball geradeaus. Oh, ist das hier die krosse Krabbe? Nee, oder?
Sieht ein bisschen so aus, weil die krosse Krabbe ist doch auch in einem Fass. Naja, vielleicht täusche ich mich da unten. Oh! Da komme ich ja wieder zurück. Die Tikis kann ich also dazu verwenden, um die ganzen Zäune kaputt zu machen. Gar nicht mal so schlecht, um gut zu wissen. Hier überall Soße verstreut und irgendeiner wirft mit irgendwelchen Kanistern. Und ich frage mich wirklich, womit das Ganze zu tun hat. Ich meine, wer wirft da nach mir? Was genau, SpongeBob? Tut mir leid, ich hab dich wohl gerade überhört, weil ich drüber gesprochen habe. Was ist das denn hier? Also, eine riesige Baustelle hier in der Innenstadt von Bikini Bottom. Und wisst ihr, was ich schön finde? Dass wir mal die Möglichkeit haben, durch diese Innenstadt zu laufen. Ich meine, wann ist das sonst möglich? Wow. Okay. Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt und... Oh, das ging ja völlig daneben. Okay, noch einmal. Ein weiterer Versuch sollte uns dann auf die andere Seite bringen. Zumindest hoffe ich das. Und deswegen springen wir vorsichtig weiter. Das sieht nicht gut aus, oder? Oh, doch, vielleicht. Nein, schade. Kann es sein, dass wir doch diesen Ball benötigen? Also mit dem normalen Sprung komme ich zwar auf das Auto oder auf das Boot. Das Boot ist ja ein Auto. Aber, nee. Mit einem weiteren Doppelsprung komme ich nicht auf die andere Seite. Das bedeutet, dass ich zwingend diesen Ball benötige, denn sonst habe ich keine Chance. Gut, SpongeBob, mach dich bereit. Ready, steady, go! Wuhui! Oh, wie ein Flug. Oh. Okay, ich bin jetzt gerade selbst ein bisschen verblüfft, wie ich das hinbekommen habe. Irgendwie bin ich auf dem Auto gebounced und dann sozusagen weitergesprungen. Ziemlich interessant. Noch mehr Unterhosen. Achtung. Und hey, ein kleiner Fischkumpel. Ich hoffe, dir geht es gut, mein kleiner Freund. Wumms. Hier wird alles kaputt gemacht. Okay. Was haben wir hier Schönes? Achtung. Oh, wir haben nur das Fenster zugemacht. Warum? Hat's gezogen? Keine Ahnung. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Oh, hallo Kumpelblase. Ja, wer sowas macht, kann ich dir leider nicht sagen. Aber der oder die, da eben wohnt in diesem Haus, möchte wohl nicht, dass man einfach so hereingeht. Das ist doch verständlich. Patrick sollte mal wieder waschen. Ja, Patrick sollte unbedingt mal wieder seine Socken waschen. Pfui, wie das stinkt. Hey, was ist denn hier los? Da vorne ist eine Muschel. Wollen wir doch mal nachsehen, was da hinten ist. So, glänzende Objekte, das zahle ich. Und jetzt sind wir gleich da drüben. Die Seenadel. Hui, was genau ist das denn? Ist das so eine Art Aussichtsturm? Hier sind auf jeden Fall viele Fische unterwegs. Und aber auch Roboter. Und ein Cowboy. Hallo, Mr. Krabs. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tikis und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüße dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tikis hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs, ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Oh, SpongeBob, und so wurdest du gerade von Mr. Krabs verkekst. Dass du darauf reinfällst, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, schauen wir doch mal, wer hier unterwegs ist. Checkpoint. Und? Hey, Bungee Jumping. Wow, von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. Wow, schön festhalten an der Unterhose oder so ähnlich.
Oh Mann, SpongeBob, passt bitte gut auf dich auf, wenn du solche sagenumwobenen Sprünge vollführst. Das ist ja echt nicht ungefährlich. Wow, von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. Ja, Ameisenfische, so oder so ähnlich. Hier komme ich wohl erstmal nicht rüber, schade. Das bedeutet, dass ich doch an diesem Senfroboter vorbei muss, oder Creme de la Creme. Creme Fresh Roboter? Ich habe keine Ahnung, irgendwas führt er ja bei sich in seinem Gefäß. Autsch, hey. So, jetzt habe ich dich aber besiegt. Und hier kann ich nochmal springen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Hui, sehr gut. Und zack, kommen wir wieder in den Hauptraum. Also ich muss sagen, wir kommen auf jeden Fall gut voran. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!